Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute werden wir uns über Diversität in Büchern unterhalten. Diversität ist sehr, sehr wichtig. Wir als Autorin tragen einen immensen Teil dazu bei, dass ein Verständnis für Diversität in der Gesellschaft gegeben ist. Grund dafür ist nicht zuletzt, weil die Menschen Empathie mit anderen Menschengruppen zu entwickeln beginnen, wenn sie ein bisschen aus deren Leben eben erfahren, wenn sie auch deren Sichtweise mal kriegen, wenn sie wissen, wie es ist, Rassismus zu erfahren etc. Und das lässt sich eigentlich am einfachsten damit bewerkstelligen, indem man einfach mal in die Welt eines anderen Menschen abtaucht, sprich in die POV eines anderen Charakters, auch wenn er fiktiv ist, und dann einfach mit demjenigen, dessen Leben erlebt. Es gibt verschiedene Studien dazu, die belegen, dass das tatsächlich ein großer fundamentaler Teil davon ist, Empathie eben zu entwickeln und vor allem auch Toleranz gegenüber anderen Menschen zu entwickeln oder auch eine gewisse Akzeptanz, weil einfach die Leute dadurch auch merken, dass gar nicht so viele Unterschiede oft bestehen, sondern dass man einfach viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als es so offensichtlich oft den ersten Anschein macht. Und das gilt natürlich nicht nur für Personen anderer Hautfarbe oder anderer Ethnizität, das gilt auch für Personen anderen Geschlechts, das gilt für Personen, die gar kein Geschlecht haben, das gilt für Personen, die körperlich oder auch geistige Einschränkungen haben und, und. Diversität ist also kein Thema, das nur mit irgendwie Hautfarben oder so zu tun hat. Das heißt, nur weil du einen POC-Charakter in deinen Büchern integrierst, bist du noch lange nicht divers und inklusiv. Sondern da geht es eben um ganz, ganz viele Dinge, um eine globale, vielfältige Gesellschaft. Hallo, ich bin's kurz aus dem Schnitt. Ich merke gerade, dass ich das ein bisschen missverständlich vielleicht formuliert habe, weil man das so verstehen könnte, dass einfach einzig Diversität zum sogenannten Theory of Mind, also diesem Empathie erlernen durch Lesen und so weiter beiträgt. Nein, da geht's einfach generell um das, dass man verschiedene Dinge, andere Lebensrealitäten auch kennenlernt und dadurch dann eben ein gewisses Maß an Empathie entwickelt. Also das hat nicht rein mit Diversität zu tun. Diese Studien begrenzen sich nicht rein auf Diversität, aber man kann daraus ableiten, dass das eben dazu beiträgt, dass man auch toleranter gegenüber Menschen, eben andere Personengruppen und so weiter wird, weil das eben auch viel mit Empathie zu tun hat. Ich hoffe, das wird dadurch ein bisschen nachvollziehbarer, dass sich da hier niemand denkt, so what the fuck, die reißt irgendwie Studien aus dem Kontext oder so. Interessant dabei ist, dass man nicht aus den Augen verlieren darf, dass natürlich Jugendliteratur einen großen Einfluss drauf nimmt, weil gerade die Leute, die einfach ja im früheren Alter schon mit solchen Themen konfrontiert werden, wachsen einfach offener auf. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu diskutieren, da brauchen wir keine Studie dazu, das dürfte eigentlich logisch sein. Aber man darf nicht vergessen, dass es nie zu spät ist, so ein offenes Denken zu entwickeln und dass es daher eigentlich wichtig ist, in Büchern, die an sämtliche Altersgruppen gerichtet sind, solche Botschaften einzubauen und das dann eben zu vermitteln. Und dementsprechend sehe ich zum Beispiel auch mich selbst in der Verantwortung, obwohl ich eher so wholesome Romance Stories schreibe, die so ein bisschen an 30-plus-Zielgruppe gerichtet ist, solche Botschaften zu vermitteln. Ich habe mich sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt, wie kann ich eigentlich wirklich divers in meinen Büchern sein? Wie kann ich das wirklich, ja, umsetzen, wo ich als weiße Person, die zwar multikulturell aufgewachsen ist, weil ich habe sehr, sehr viele ausländische Freunde gehabt, ich habe sehr, sehr viele schwarze Freunde gehabt als Kind, ich habe sehr, sehr viele dunkelhäutige Freunde als Kind gehabt, die sich selbst als dunkelhäutig, nicht als schwarz, nicht als braun, sondern als dunkelhäutig bezeichnet haben. Und deswegen wähle ich diese Worte. Trotzdem dachte ich mir, ey, mag zwar sein, dass ich da ein anderes Bild drauf habe, einen anderen Blick drauf habe, als das vielleicht bei Leuten der Fall ist, die einfach nur von weißen Leuten umgeben waren, aber ich will trotzdem nicht irgendwelche Stereotypen reproduzieren oder so. Und deswegen eine der allerwichtigsten Sachen, Sensitivity Reader und Ansprechpersonen. Das ist das Wichtigste, das ihr eigentlich haben könnt, wenn ihr Diversität in euren Büchern einbaut, dass ihr euch Leute mit ins Boot holt, die wirklich mit dem Thema was anfangen können. Ganz wichtig dabei aber, das wird gerne mal übersehen, ein Sensitivity Reader kann nicht einfach jedes Thema abdecken. Ein Sensitivity Reader für Trans-Themen mag vielleicht zufällig, weil er vielleicht selbst schwarz ist, auch so ein bisschen mit POC was anfangen können. Aber das muss nicht zwangsläufig der Fall sein. Also je nach Thema kann es sein, dass ihr verschiedene Sensitivity Reader braucht. Kann natürlich sein, dass ihr so die eierlegende Wollmilchsau unter diesen Leuten findet, aber das ist eher unwahrscheinlich. Und da ist es natürlich wichtig, dass ihr euch im Vorhinein austauscht, was sind eigentlich so deine Themen, wo kannst du mir weiterhelfen? Oder dass ihr gleich wirklich auf die Person zugeht mit, guck mal, das und das und das ist Thema in meinem Buch, kannst du mir da helfen? Und wenn nicht, dann holt ihr euch entweder zusätzlich
Vorgesetzte oder andere Leute ins Boot. Grundsätzlich ist es aber so, dass ein Sensitivity Reader das fertige Buch liest und dann überprüft er es, ob vielleicht irgendwelche Ausdrücke verwendet werden, die verletzend sein könnten oder die eben, ja, Stereotypen reproduzieren. Ganz wichtig auch, Sensitivity Reader gucken, dass das Ganze nicht fetischisiert wird. In einem Sinne, das ist eigentlich ganz simpel erklärt, eine Fetischisierung ist etwas, das wir nicht wollen. Das ist so ein No-No, das wollen wir überhaupt nicht. Findet aber dann statt, wenn wir das Ganze sehr exotisch darstellen. Wenn wir im Endeffekt dem Leser vermitteln, guck mal, der ist schwarz, das ist besonders. Ist es nicht. Es ist einfach ein normaler Mensch, der halt zufällig schwarz ist. Und genau das ist auch der Knackpunkt. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen verstanden hat, dann hat man auch weniger Schwierigkeiten, Diversität darzustellen. Ein schwarzer Charakter ist trotzdem ein Charakter, wie jeder andere. Er hat seine Hobbys, seine Leidenschaften, seine Geschichte, die ihn ausmacht, seinen Charakter, seine Freunde etc. etc. Und seine ganze Persönlichkeit basiert nicht darauf, dass er schwarz ist. Er ist einfach zufällig ein Mensch, der schwarz ist. Versteht ihr, was ich meine? Sobald ihr das einfach verinnerlicht habt, seid ihr auf dem besten Weg dazu, dass ihr wirklich eine gute Diversität in euren Büchern anstreben könnt. Genauso verhält es sich auch mit anderen Personen, die beispielsweise queer sind oder auch behindert. Das sind Attribute der Charaktere, aber sie machen die Charaktere nicht aus. Ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, wird sehr viele Herausforderungen in seinem Leben haben und das darf man ruhig auch in der Geschichte beschreiben. Aber es ist natürlich nicht so, dass bei jeder Szene erwähnt werden muss, dass er einen Rollstuhl hat. Ich vergleiche sie immer ganz gerne mit Charakteren, die Piercings oder Tattoos haben. Man hat es im Hinterkopf, man weiß, es ist so, man erwähnt es immer wieder mal, um eben den Leser daran zu erinnern, dass das der Fall ist, aber man baut jetzt nicht alles darauf auf. Ich denke, soweit kann man mir gut folgen, oder? Und das ist eben diese Art von Fetischisierung. Sobald man wieder auf eine übermäßige Betonung zurückgreift, wird es wieder eine Fetischisierung, weil man dann eben diesen Unterschied zu einem weißen Charakter, zu einem weißen, nicht behinderten Cis-Charakter, sagen wir es mal so, zu sehr hervorhebt und das Ganze dann wieder als Besonderheit eigentlich abstempelt. Das wollen wir ja eben nicht, wie wir gerade gelernt haben. Dann sollte man natürlich auf Stereotype, Verhaltensweisen oder Rollen eben verzichten. Es ist jetzt allerdings so, es gibt Dinge, die, ja, werden überempfindlich als Stereotypen dargestellt und es gibt einfach Dinge, auf die kann man ruhig mal verzichten. Nehmen wir ein Beispiel her. Ein schwarzer Charakter ist zufällig Rapper. Ein ziemliches Klischee, oder? Es wird gerne mal kritisiert, wenn irgendein schwarzer Charakter eben so einen Berufsweg einschlägt. Aber wenn es gerade dazu passt, dann macht das ruhig. Ihr sollt das natürlich nicht vermeiden, nur um bloß nichts falsch zu machen, denn das ist auch nicht der richtige Weg. Das Wichtigste daran ist, dass die Personen nicht einfach nur auf diese eine Eigenschaft reduziert werden. Dass nicht einfach der schwarze Charakter ein Rapper ist und man nichts anderes über ihn weiß, weil er einfach kein Leben hat, keine Persönlichkeit und keine anderen Leidenschaften oder so. Es kann einfach sein Beruf sein und das war's. Genauso kann auch eine Latina ein feuriges Temperament haben, weil das einfach in dieser Gegend vielleicht normaler ist. Ist vielleicht unrealistisch, wenn sie gar nicht in dem Land aufgewachsen ist, aus dem ihre Familie kommt, wo das vielleicht normal ist, wo das in den kulturellen Kreisen vielleicht normal ist, dass die Frauen so ein bisschen anders handeln. Das muss man dann natürlich auch immer berücksichtigen. Macht der Charakter so überhaupt Sinn, wie ich ihn darstelle? Es ist zum Beispiel auch total sinnlos, dass ich einen Charakter irgendwie total heimatlieb darstelle, wenn der einfach schon seit 2 Generationen gar nicht mehr dort lebt, wo seine Familie die Wurzeln hat. Und genauso ist es auch immer total schwierig, wenn man einfach einen indigenen Charakter super spirituell macht, obwohl er mit dem überhaupt nichts am Hut hat. Ich könnte, glaube ich, noch stundenlang irgendwelche solche Beispiele aufzählen, aber ich denke, man versteht, worauf ich hinaus will. Also ganz, ganz wichtig, nicht immer nur so diese Stereotypen-Dinge, die nur auf solche Leute zutreffen, nur denen zuschieben und quasi, jetzt fällt mir was Gutes ein. Ihr schreibt eine Horrorgeschichte und ihr braucht jemanden, der beim Exorzismus hilft. Und dann brauchen wir jemanden mit spirituellen Kenntnissen. Und deswegen lassen wir einen indigenen Charakter auftauchen, nur damit der uns eben die Informationen geben kann über diese spirituellen Rituale, die es brauchen könnte, um eben den Poltergeist vielleicht auszutreiben. Das ist dann eine Stereotype, die man nicht reproduzieren sollte. Es kann sein, dass ein indigener Charakter, der sowieso eine wichtige Rolle spielt, spirituell veranlagt sein kann, weil er einfach da so seit Generationen hinweg einfach in das Ganze integriert ist und es vielleicht eine Familienangelegenheit ist und so weiter. Aber um so ein Thema dann eben einzubringen, dann ausgerechnet auf so ein Klischee-Rollenbild eigentlich zurückzugreifen, das sollte man nicht tun. Also wenn man einen Charakter einbringt, dann sollte es schon mehr Grund haben als so etwas. Beispielsweise hat man oft früher
homosexuelle Charaktere in Filmen und Büchern einfach nur auftauchen lassen, um einen Grund zu haben, warum irgendjemand HIV hat, weil man sich's bei dem geholt hat. Und das sind dann eben diese Stereotypen, die wir dadurch reproduzieren. Das heißt dann im Endeffekt, im Umkehrschluss, Latinas sind immer nur temperamentvoll, Schwarze sind immer die Rapper und die indigenen Charaktere sind immer die Spirituellen und die Homosexuellen haben immer HIV und so weiter. Das sind dann die Kernbotschaften, die man sich da mitnimmt. Versteht ihr, was ich meine? Genauso kann sie auch von einer Frau stammen, die einfach komplett ungeschützt mit zu vielen Leuten Sex gehabt hat und die das dann weitergibt, HIV, wenn es jetzt um das zum Beispiel geht. Also da braucht es dann nicht immer irgendwelche Stereotypen, die man dann reproduzieren muss. Denn da beteiligt man sich dann wieder nicht an Diversität, sondern schadet dem Ganzen eher. Genauso ist es dann auch mit kulturellen Besonderheiten, die man dann als super exotische Kuriositäten darstellt. Das ist ein sehr schmaler Grat, den gerade, ich würde jetzt einfach mal blöd behaupten, Anfänger in Diversitätsthemen nicht so gut beherrschen. Denn es ist eine Sache, wenn ich zum Beispiel einen Charakter habe, der einfach, nehmen wir als Thema wieder die Spiritualität eines indigenen Charakters her. Das ist ein integraler Bestandteil des Charakters und seiner Kultur und auch mehrerer Familiengenerationen. Der Charakter ist einfach sehr wichtig im ganzen Buch und ist einer der Hauptcharaktere. Jetzt mal so als Grundgerüst für euch, damit es eben zu besseren Verständnis ist. Und dieser Charakter, der kann das irgendwann einmal einbringen, weil es einfach spannend in der Storyline ist oder so. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie das jetzt aussehen kann auf die Schnelle. Wichtig ist aber, dass das eben nicht nur dazu dient, um ihn besonders geheimnisvoll oder mysteriös oder irgendwie in irgendeiner Art interessant zu machen. Denn da kommt es dann wieder, dass man diese kulturelle Besonderheit als, guck mal, sein Podest, das macht ihn aus, dass man das wieder zu dem macht. Also im Endeffekt das, was wir gerade wieder gelernt haben. Also ihr dürft nicht diese eine klischeehafte Stereotype hernehmen und dann sagen, das ist sein Charakter. Denn das ist es ja nicht. Wie gesagt, so ein Charakter ist auch nur ein Mensch mit ganz vielen Leidenschaften und einer Geschichte und einer Kindheit und so weiter und so weiter. Und das ist es, was ihn ausmacht. Das andere ist eigentlich nur eine zusätzliche Eigenschaft. Also im Grunde um Fetischisierung eines diversen Charakters zu vermeiden, gibt es vier große Punkte. Man vermeidet es, indem man dem Charakter Tiefe und Vielschichtigkeit gibt. Man vermeidet es, indem man, wenn es kulturelle Unterschiede gibt, die respektvoll darstellt. Man vermeidet es, indem man Stereotypen gar nicht reproduziert. Und man vermeidet es, indem man Sensitivity Reader und Berater einsetzt, auf die man zurückgreifen kann, wenn man sich nicht sicher ist, ob das jetzt angebracht ist oder ob man es vielleicht doch eher sein lassen sollte. Ein Beispiel. Ich habe einen Kindheitsfreund, der selbst schwarz ist und der sehr viele dumme Fragen von mir gestellt kriegt, wenn es um POC geht. Das letzte Thema, was wir hatten, war, ob sich die Leute eigentlich die Haare kämmen, was total bescheuert klingt. Ich weiß. Aber ich dachte mir einfach, und das war früher bei mir immer so, ich hatte auch eine weiße Freundin, die hatte Locken, sehr wilde Locken, und die hat sich die Haare nie gebürstet, weil sie immer gesagt hat, das bringt gar nichts, weil die danach eh gleich wieder so aussehen. Also war für mich die Gleichung im Kopf, okay, lockige Haare bürstet man einfach nicht. Ich selbst habe total glatte Haare, ich kenne keinen in meiner Familie mit Locken, also war das Thema für mich gegessen und einfach nicht mehr relevant. Dann kam es dazu, dass ich mal einen POC beschrieben habe, der eben solche Kräuselhaare hat und ich wusste nicht, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann ging ich zu demjenigen hin und meinte, hey, wie machst du das eigentlich? Bürstest du deine Haare oder ist das vielleicht anders? Denn Kräusellocken sind ja vielleicht anders als so Wellenlocken, die manche Leute haben, die weiß sind. Und ja, so entstand dann ein Gespräch. Derjenige allerdings, das ist wichtig, hat von Anfang an gesagt, er stellt sich für solche Dinge zur Verfügung. Ich soll ihn fragen, was auch immer ich will, egal wie bescheuert die Frage ist, weil er einfach weiß, wie schwierig das manchmal sein kann, dass man sich in das andere hineinversetzt, wenn man das nicht kennt. Und das solltet ihr natürlich nicht einfach machen, wenn ihr denjenigen nicht gut kennt, wenn der nicht weiß, ihr recherchiert für Bücher oder es geht vielleicht um so Kleinigkeiten, die ihr da wissen wollt, denn sonst wirkt das echt, echt weird. Ich versuche mir vorzustellen, wie jemand auf einen random POC zugeht und sagt, hey, kennst du dir eigentlich die Haare? Aber genau bei solchen Kleinigkeiten fangen die Schwierigkeiten an, dann einfach irgendetwas reinzuschreiben, weil man sich denkt, ach, wird schon stimmen. Da kann es dann passieren, dass man wieder irgendwelche Stereotypen einbaut, auch unbeabsichtigt, die man eigentlich gar nicht reproduzieren möchte. Oder einfach ganz blöd raus Bullshit verbreitet. Einfach so wirklich faktisch inkorrekte Dinge. Und tatsächlich, wenn man jemand ist, der einfach gerne dazu neigt, so etwas zu beschreiben, beispielsweise jemand, der sich die Haare macht oder so etwas, dann sollte man das nicht einfach tunlichst vermeiden, nur weil das jetzt vielleicht ein POC ist oder eine Person, die man einfach, ja, die ein anderes Leben lebt, als man selbst das tun würde, weil sie Locken hat. Das kann schon bei solchen Dingen anfangen.
Und hier kommen wir natürlich wieder auf das Thema Lebensrealität zurück, denn die sieht bei jedem anders aus. Wenn ihr zum Beispiel POC beschreibt und es kommen dann auch mal so Themen wie Rassismus oder kulturelle Unterschiede eben zur Sprache. Das ist nicht bei jedem gleich. Jeder hat andere Erfahrungen in seinem Leben gemacht und die prägen natürlich auch unterschiedlich. Das ist ganz, ganz wichtig und da kann es dann natürlich passieren, dass manche Leute dann eben sagen, das kann ich nicht nachvollziehen, das war bei mir eben anders. Aber das ist dasselbe Thema, finde ich, wie bei einer Depression. Die Symptome äußern sich einfach bei jeder Person anders und wenn ein Autor eine Depression darstellt, ist das nicht die Depression, die es gibt, sondern er stellt sie einfach nach den Symptomen dar, die ihm in dem Buch am passendsten wirken. Insgesamt muss man natürlich sagen, am Ende sollte alles ein gutes Gesamtpaket abgeben. Das heißt, dass ihr nicht einfach Rassismus einbaut, nur damit ihr Rassismus habt, weil zufällig einer der Charaktere POC ist. Es sollte wirklich Sinn ergeben. Ja, und ganz ehrlich, eine Geschichte komplett ohne solche Elemente, wenn man einen POC-Charakter schreibt, das ist halt auch ein bisschen unrealistisch leider. Und man möchte ja auch dann trotzdem irgendwo so die Realität darstellen, weil nur so das Verständnis der Allgemeinheit darauf gelenkt werden kann, dass solche Personen auch im heutigen Alltag noch immer mit solchen Dingen zu kämpfen haben. Aber gerade da, finde ich, ist es dann eben sehr, sehr wichtig, dass man sensibel an das Ganze herangeht. Und dass man dann auch unter Umständen eben mit vielen Leuten spricht, die von solchen Dingen betroffen sind, wie sie das empfunden haben, was für sie dabei das Schwierigste ist. Dass man sich dann nicht auf das Falsche in dieser Situation konzentriert. Beispielsweise, dass man sich dann auf die Gefühlwelt desjenigen konzentriert, wie sich der jetzt fühlt und ob das jetzt anders ist, als wenn er normal unter Anführungszeichen beleidigt werden würde und dass man jetzt nicht unbedingt gleich darauf auf die Schiene geht, dass er unbedingt soziale Gerechtigkeit haben möchte. Kann natürlich auch sein, je nachdem, was ihr schreibt, dass es vielleicht für den Charakter Sinn macht. Aber einfach so eine persönliche Vendetta draus machen, wenn man das überhaupt nicht kennt, weil man selbst Rassismus nie erfährt, da ist es dann schwierig. Da braucht es dann eben viel Recherche und auch Rücksprache mit Personen, die davon betroffen sind. Denn man sollte am Ende ja natürlich mit ihnen sprechen und nicht nur über sie. Ich weiß, das ist schwierig in fiktiver Literatur, aber man sollte natürlich tun, was man tun kann. Eine der wichtigsten Dinge, die ich euch unbedingt noch auf den Weg geben möchte mit diesem Thema ist, echte Diversität schafft ihr nur, indem ihr auch wirklich euch dran traut, dass ihr diverse Charaktere als Hauptpersonen darstellt. Bei mir ist es natürlich ziemlich easy, weil ich sehr, sehr viele Bücher rausbringe, dass ich einfach ständig neue Hauptcharaktere habe und da dann auch zwischendurch immer mal wieder POCs verwende. Ich weiß, es ist ein bisschen schwieriger, wenn man weniger Bücher schreibt, wenn man beispielsweise nur ein Buch im Jahr schreibt, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr wichtige Relevanz und das Thema sollte von uns allen wirklich aufgegriffen werden, damit man eben signalisieren kann, hey, ich bin auf eurer Seite, ich bin Ellie. Einen der größten Fehler, den man machen kann, ist, dass man POC in seine Bücher nur als Nebencharaktere einbaut. Denn dann kann es schnell passieren, dass man, auch wenn es unbeabsichtigt ist, den Charakter zu einem sogenannten Token macht. Ein Token ist im Endeffekt einfach ein Charakter, der so eine Scheindiversität hervorrufen soll. Er ist einfach da, damit er da ist, ohne dass er irgendwie groß was zur Geschichte beiträgt oder maximal unterstützend für den weißen Hauptcharakter, damit der mehr scheinen kann und mehr seinen Heldenmoment haben kann. Im schlimmsten Fall unterstützt auch der weiße Charakter dann den POC beispielsweise noch und ist dessen Held und so weiter und rettet ihn mal wieder. Das ist einfach unangenehm und das sollte man nicht tun. Das ist die falsche Art von Diversität. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man die zu Hauptcharakteren macht. Und da ist es dann natürlich relevant, dass man sich mit ihrer Kultur und mit allem auseinandersetzt, damit man das eben richtig repräsentiert und eben keine falschen Informationen vermittelt. Ich persönlich mag es deswegen sehr, dass ich das immer kombiniere. Es gibt in meinen Augen die Norm und die Norm, das sage ich nur so, um es eben versimpliziert für euch verständlicher darzustellen. Die Norm ist alles, was einfach wir kennen, die cis, heterosexuell und weiß sind. Heteronorme Alltag beispielsweise. Das heißt einfach dieses typische Bild von Mann und Frau oder das typische Bild von Mann und Frau, die weiß sind. Das sind einfach so die normalen Dinge, die uns die Gesellschaft leider in vielen Fällen einfach vermitteln möchte, dass das das Normale ist und dass das das Angestrebte sein sollte. Nun mag ich es aber sehr gerne, das eben miteinander zu kombinieren, dass ein schwarzer Charakter mit einer weißen zusammenkommt, dass ein gesunder Charakter mit einem Behinderten zusammenkommt, dass ein Charakter, der sich noch nie mit solchen Themen auseinandergesetzt hat, plötzlich mit einer Agenda-Person zusammenkommt, die dann vielleicht sogar noch die gleichen Geschlechtsmerkmale wie sie hat, sodass es zu dem Thema Queer for You wird. Also so etwas mag ich einfach am allermeisten, weil ich dann so Dinge einbauen kann, dass sie einander besser kennenlernen, dass sie die Kultur des anderen, die Herausforderungen des
täglichen Lebens des anderen oder auch die Neurodiversität des anderen kennenlernen und damit eben umzugehen lernen. Das ist für mich dann quasi wie so ein Fenster in eine andere Welt, in eine andere Perspektive, in eine andere Lebensrealität. Denn meine Bücher sind einfach an eine Zielgruppe gerichtet, die einfach so 30 plus ist und vielleicht einfach weniger mit solchen Dingen zu tun hatte oder eben offener der Gesellschaft gegenüber sein möchte und dazulernen möchte. Und wenn man solche Geschichten eben dann ganz, ganz viel erzählt und da dann auch immer wieder Unterschiede hervorhebt, dann ist das dieses Theory of Mind, das ist dieses ganze Empathie-Thema, das man dadurch unterstützt und das man dadurch eben an die Leute bringt. Und ich habe auch schon sehr viele positive Rückmeldungen zu dieser Vorgehensweise bekommen und deswegen bin ich überzeugt davon, dass ich da auf einem wirklich guten Weg bin. Und das sind so quasi die Key Points, die ich euch da eben mitgeben wollte. Ich finde es auch irgendwie nicht richtig, dass sich Leute teilweise schlecht fühlen, weil sie eine Art To-Do-Liste erstellen, was sie noch abarbeiten möchten quasi. Dass sie sagen, sie wollen noch eine Romance mit einem Menschen im Rollstuhl schreiben, dass sie noch eine Romance schreiben wollen mit einem Schwarzen und einem Weißen und so weiter und dann fühlen sie sich komisch dabei. Finde ich überhaupt nicht notwendig, dann es ist total super, wenn ihr euch das vornehmt und das hat überhaupt nichts irgendwie damit zu tun, dass ihr Diversität erzwingen wollt oder so. Lasst euch das bloß nicht einreden, da gibt es wirklich eine sehr breite Kluft dazu. Denn wenn ihr eben sagt, ihr wollt aktiv dazu beitragen, dass ein besseres Verständnis für solche Dinge in der Welt gegeben ist, dann ist das sehr löblich und da braucht ihr euch überhaupt nicht irgendwie schlecht fühlen dazu. Nur eben, gut gemeint ist nicht immer gut umgesetzt und deswegen holt euch unbedingt Leute ins Boot, die euch da helfen können, das Ganze realistisch und sensibel und gut durchdacht umzusetzen. Solltet ihr jetzt noch irgendwelche eigenen Anregungen oder Tipps für dieses Thema haben, dann gerne ab in die Kommentare damit. Danke schon mal dafür. Wenn euch das Video etwas gebracht hat, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um weitere solche Videos zu erhalten. Gucken wir mal, was das nächste Thema sein wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Schreiben und einen schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüss.